Relegation und da war noch jemand da, ich weiß jetzt nicht, wer das war, und Janina ist halt einfach gewendet. Ja, weil Florian hat dich einfach nicht getötet, und dann musste ich das machen. Und dann bist du halt einfach gewendet und ich habe aber nicht gesehen, wer... Alter, hört auf zu labern, die Runde hat angefangen. Das nervt mich auch, dass das immer nicht funktioniert, wenn ich in OBS bin. Drecks Discord, Alter! Braun, rot. Grün. Und Jesse ist auch hier. Ach, IT. Hallo. 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 Ich habe Menschen als erstes gekillt. Tut mir leid. Luna, was ist so ja? Direkt, Jessie? Wo warst denn du ja, eben? Psst, ey Leute, lasst bitte mal den Reporter erstmal reden. Danke. Ja. Hier liegt ein Electrical. Ja. Punkt. Gut. Wo? Jetzt kann die Diskussion losgehen. Achso. Ja, oben zwischen, also oben direkt oben Richtung Vent. Okay. Ich habe auch. Ja, ich wollte nur gerade zu. Entschuldigung. Gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Ich wollte eigentlich gerade nur zu Benes fragen. Bene, du hast mich gerade gefragt, ne? Ja, weil das genau. Ding war, ich war halt an den Camps. Hab ja. gesehen, dass du Richtung Security reinläufst. Dann habe ich wieder Angst bekommen, weil ich jetzt dreimal hintereinander in Camps umgebracht wurde. Dann geh doch nicht zu den Camps. Ich bin von den Camps weg und runter und du warst nicht da. Nee, ich war ja auch nicht dort. Ich bin bei, stimmt, das ist richtig, ich war im Gang und bin dann zum Reaktor gegangen. Und da aber war noch Jesse? Nee, hä? Aber du ich bist reingegangen. Ich hab nur geguckt bei Security, wer es war, also was wer drin stand, mehr nicht. Okay, kurze Frage, wen votet ihr alles? Alter, ich skip einfach nur, wenn ich so viel vote. Auch nicht, ja. Ich hab auch geskippt, von daher. Ich hab drei Leute gesehen. Egal, was alle sagen, momentan macht sich überhaupt gar keiner verdächtig. Ja, das ist richtig, trotzdem sollten wir alle durchfragen und wissen, wo sie sind. Tibor, was die Leiche? Ich hab's eigentlich gerade. Die Leiche ist in der Decke. Ich war bei Admin. Ich war bei Admin. Okay, Tobi, wo warst du? Ich habe erst in Weapons die Meteoriten zerschossen, bin dann runter zu Shields, hab Shields gemacht und bin dann in Richtung Storage gelaufen, dann kam der Report. Also Storage warst du? So. Hat einer von euch beiden irgendwie gesehen? Also ich habe Jesse in Storage gesehen beim Müll wegschmeißen. Jesse, hast du Tobi gesehen? Ich hab Jesse in Cafeteria gesehen, ich habe sie in Navigation gesehen, ich habe sie in O2 gesehen. Okay, Hammerspark, wo warst du? Habe ich gerade aufgezählt, wo ich überall war. Am Ende, jetzt ganz am Ende, als der Report kam. Am Ende? Storage. Mit Tobi? Mhm. Ich war unten an der Müllabfuhr und dann kam auch schon der Alarm. Aber hätte ich euch dann nicht sehen müssen? Nee, wir waren dann schon oben. Achso. In Richtung Admin gelaufen. Jesse hat reported. Janina, wo warst du? Ich war ganz am Anfang in Electrical, war ich aber alleine. Oder dann kam Mona rein und dann war ich in Reactor und dann bin ich hochgelaufen zu Upper Engine. Da habe ich Mona auch noch gesehen. Also genau. Warst du bei Upper Engine? Ja. Gut, Mona, du hast sie gesehen. Genau. Gut, dann warst du also auch in Upper Engine. Bene, wo warst du? Du warst Camps. Bis zum Ende oder bist du danach weggegangen? Ich war danach nochmal beim Reactor, aber da hat mich Janina gesehen. Ja. Okay. Nathalie? Ich war die ganze Zeit rechts und dann war ich mal im Admin drin. Und dann ganz am Ende war ich jetzt in Cafeteria und hab diesen Upload oder Download gemacht. Ich weiß nicht mehr. Hat das irgendwer gesehen? Also hatte ich irgendwo wer gesehen? Also in Cafeteria habe ich niemanden gesehen. Danke. Oha! Anscheinend, okay. Lol. Janina und Bene sind jetzt aufhören. Einig. Okay, machst du die Runde noch mit? Ciao!
Lol. Die ist einfach rausgegangen. The fuck? Man könnte ja wenigstens noch eine Runde zu Ende spielen, ey. What the hell? Ich spiele so viel Crewmate heute, dass ich wahrscheinlich die Imposterrunde direkt verkackt, weil ich einfach keine Ahnung mehr habe, wie ich es machen muss. Super bad, echt. Bin in Midbay. Jesse in Reaktor. Ich habe Janina in Electric Hill gefunden. Janina ist aber nicht tot. Hey, ich bin du meinst nicht, Braun, er meint Braun. Braun habe ich erst gefunden. Okay. Ach, jetzt geht's schon wieder los heute. Die Verabredung. Einmal vergessen bitte, ich habe. Hallo, wir sind hier beim Meeting. Ich habe S in Electrical gefunden. Und da würde ich gerne Flo fragen, warum bist du nicht mit zu Electrical rein, sondern bist einfach vorbeigelaufen am Raum? Ich gehe nie wieder in Electrical rein, solange ich lebe. Das habe ich seit den letzten Tagen, das kann auch Nathalie bezeugen, ich gehe nur rein als Imposter. Ja, Frechheit. Ich gehe einfach, du kannst mich jedes Mal, ich werde nicht mehr nach Electrical reingehen. Und was, wenn du eine Quest hast? Da mache ich ganz am Ende. Darf ich kurze Anmerkung bringen? Ich habe Bene noch kurz, also was heißt kurz, 15 Sekunden vorm Report in Medbay gesehen und der ist jetzt auch tot. Also, nur so. Electrical und Medbay, das ist... Das sieht nach Doppel-Ventkill aus. Es ist natürlich die Frage, wie lange sind die beiden tot? Sind sie gleich lang? Also Bene war noch am Leben gewesen. Also ich habe meine Reagenzgläser gemacht, bin dann raus und bin dann noch runter bis zu den Wires gekommen bei Security und dann kam der Report. Also müssen so 10, 15 Sekunden gewesen sein. Hat jemand S gesehen noch irgendwann? Ja, ganz am Anfang war ich mit ihm in Admin, mit Jesse und ich glaube Tobi. Ich habe versucht, mir die Farben zu merken. Ich habe Karte geswiped, ja, genau. Genau, wir vier waren da drin, dann hat S sich ins Storage da an die Kabel gestellt und Jesse und Tobi waren halt noch in der Nähe und ich bin dann nach rechts gelaufen. Also ich weiß nur, dass sie mit ihm in der Nähe waren. Jesse, und dann, was dazu aber hat, also ich gehe konform, bin dann weiter zu Electrical, hab da was gemacht, bin weiter zu Lower Engine und jetzt stehe ich im Reaktor. Wo lag denn Bene? Hat das jemand gesehen? Bene muss vermutlich, so wie Tobi ich sagt, vermute, der wird in Medbay gestorben sein. Oder irgendwie sowas. Irgendwo da, ja. Okay, nee. Also ich kann nur sagen, also ich war jetzt gerade eben bei Admin und da ist ja, Nathalie noch gewesen. Genau, und ansonsten habe ich sonst noch irgendwie gesehen. Aber wo wart ihr vorher? Ihr wart ja vorher auch links, ne? Wir sind vorher auch links. Also ich war auch links vorher, genau. Ja, ich habe da unten über Storage gesehen. Links, ja, du suchst ich. Hobbys. Was Hobbys? Die läuft da hoch und runter durch den ganzen Flur durch. Ja. Willst du dazu was sagen? Ich? Ja, natürlich du. Hey, ich hab halt geguckt, so, weil du bist für mich für immer sus. Ich hab dir einmal vertraut und seitdem bist du für immer sus. Ich wollte halt gucken, ob du Ice-T umbringst, der im Reaktor stand. Ich hatte Angst vor T, weil der ist weg. Was hast du eigentlich gemacht? Du bist von Lower Engine weg und bist wieder hin und dann bist du mit mir wieder weg. Hast du mich gejagt? Ich bin von Lower Engine weg und wieder du hin. Du warst unten an den Tasks, bist dann weg von den Tasks, dann bin ich an die Tasks, dann kommst du an die Tasks und dann sind wir beide weggegangen und du hinter mir her. Dann ja, weil ich auch gelb geblinkt habe mit dem Pfeil bei mir. Ja, du musst die Rituals zweimal machen. Okay, das passt. Super. Das heißt, T. Na gut, ich kann save, wenn ich will. Aber für den Kill unten war es T nicht. Interessant. Also. Na, schauen wir mal. T.
Danke erstmal für den Report, weil jetzt ist die Ding hier fertig. Oh Gott, jetzt muss ich noch einmal zu Electrical. Doppel-Vent-Kill. Wir waren da noch in der Nähe, wenn Bene tot ist. Weil ich habe ja keinen gesehen. Oder habe ich jemanden gesehen? Oh, Tine, echt jetzt? Geh weg. Geh scheißen, Alter. Das sieht aus, als würde er Aufgaben machen. Wir hatten hier die Tür zugemacht. Okay. Nativa Electrical. Bin durch mit Aufgaben. Dann machen wir jetzt nochmal den guten alten. Checken wir mal, ob einer wendet Trick. Bei Comms ist einer, Reactor sind zwei. Storage sind drei. Ihr habt gerade was gesagt. Ich habe nur kurz Status gesagt, dass wir noch in der Runde sind. Achso. Janina, schieß los. Ja, ich habe Florian gefunden und zwar liegt er in Cafeteria, wenn man halt in die Tür zu dem Gang zum Medbay reingeht. Also links. Okay. Ich bin am Anfang da mit Jesse lang gegangen, aber ich glaube, da war Florian noch nicht tot, weil ich habe da an der Ecke festgehangen, wo er jetzt liegt und da war er nicht. Und Jessie ist halt mit mir mitgelaufen. Ich weiß nur nicht, irgendwann habe ich sie nicht mehr gesehen. Es könnte auch sein, dass sie zurückgelaufen ist. Also, ja, ich war in Medbay drin und habe mich gescannt und bin dann weitergelaufen. Wo lang? Nach links. Warum bist du mir dann erst noch weiter hinterhergelaufen als nach... Ich bin Medbay ja nicht weiter hinterhergelaufen. Aber dann müsstest du uns entgegengekommen sein, weil da unten stand... Ich stand beim Reaktor. Ach nee, du warst ja sogar da. Ja, genau, stimmt. Ja, Mona, stimmt. Wir haben uns gesehen. Ja, ja, ist richtig. Nee, weil ich hatte gerade noch Ice Team im Kopf, der war nämlich auch da an dem Eck, der kam von Lower Engine mir hinterher. Der T war nämlich unten in Electrical, da habe ich ihn gesehen. Also der kann oben in Cafeteria also nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich einen Kill gemacht haben. Also Janina, ich habe ihn gesehen, wo bist als du ich aus Electrical. Also ich bin halt erstmal von Jesse weggelaufen, weil ich mir gedacht habe, nee. Dann bin ich runtergegangen, dann hat mich gewundert, weil nur in Electrical waren die Türen zu. Dann bin ich erstmal eine Runde um Storage rumgelaufen und dann nochmal in Electrical reingucken, ob da halt ein Kill ist. Und dann kam mir T halt von oben entgegen und ich bin dann halt weitergelaufen, wieder nach oben zu Cafeteria halt. Und da habe ich Florian gefunden. Nathalie? Ich bin direkt beim Spawn rechts rum, hab halt bei Navigation dieses Flugding gemacht und dann bin ich halt unten zu Storage und habe Benzin und Müll gemacht. Okay, dich kann aber wahrscheinlich keiner proven, oder? Ja, also ich habe die ganze Zeit niemanden gesehen. Florian ist auch direkt links lang am Anfang. Wo warst du jetzt zuletzt, Nathalie? Im Storage, beim Benzin. Das kann aber nicht sein, weil ich bin da eine Weile lang rumgelaufen und ich habe dich nicht gesehen. Doch, ich bin da wirklich. Hast du mich denn dann gesehen? Kann ja nicht sein. Nee, ich hab dich auch nicht gesehen. Deswegen, also ich hab halt niemanden gesehen. Ich war halt Müll rausbringen und hab dann jetzt Benzin aufgefüllt. Aber das muss ja dann noch eine Weile gedauert haben. Das kann ja jetzt nicht in der kurzen Zeit passiert sein. Nee, das war jetzt gerade. Also kurz vorm Report war ich da. Ich hab's auch nicht geschafft, das Benzin voll zu machen. Es ist jetzt nur eine Person gestorben, ne? Ich hab hart den Verdacht, dass Weep der zweite war, als sie gelieft ist. Ich bin mir auch nein, nicht sie war tot. Sie war die erste, die gestorben ist, ja. Das kann nicht sein. Und also für mich ist Jesse jetzt an sich nicht für den Kill. T eigentlich auch nicht. Und wenn Mona T gesehen hat, war da eigentlich also auch nicht. Wo warst du denn, Tobi? Ja. Ja, Leute, wir müssen jetzt voten. Ich kann jetzt nichts mehr erklären. Erkläre ich euch gerne nochmal, wenn der Emergency jetzt drückt. Aber. Wow. Lol. Was zur Hölle? Das ist geil. Ja, was erwarten die jetzt? Noch länger rauszögern. Ich vote jetzt Janina dann. Das ist mir alles zu suspicious. Ja, na klar. Alle mitgehen, hoffen, dass wir den Report-Button drücken können. Ach Leute, bleibt da nicht stehen. Ja, Nathalie ist es. Reporten, Jesse, reporten!
Ja, danke. Alter, der ja Kill komisch. Ist direkt vor meiner Aha. Nase passiert. What? Und wer war's? Fuck, ich weiß es nicht. Gelb oder orange. Die Farbe war gelb oder also, orange. Ich war bei Reactor. Was? Also dann ist es wirklich Natalie. Weil sie ich war dort gar nicht. Kann aber nicht sein. Halt, stopp. Wo war die Leiche? In Reactor. Ja, ich habe auch gerade auf den Report-Button gedrückt und ich wollte eigentlich sagen, Jesse oder Natalie, aber Jesse hat ja reported. Ja. Moment, also jetzt, ihr wart alle in Reactor, oder was? Ich kam gerade rein. Ich glaube, es ist gelb, weil ich habe auch gesehen, dass Janina gerade reinkam. Ja. Gut, danke. Und wenn zwei Leute gelb... Was soll denn das bedeuten, nur weil Janina reingekommen ist? Heißt das jetzt, dass ich das bin? Aber Jesse gut, vielleicht ist es ja auch rot. Und ja, wenn Jesse den Kill gesehen hat und sagt, es ist gelb oder orange. Jesse, hast du den Kill gesehen? Ja, da ist gerade der Knochen rausgeploppt, als ich reinkam. Und welche Farbe hast du gesehen? Wer stand denn da überhaupt alles? Ich war nicht da, deswegen keine Ahnung, unfair. Wer stand denn da alles? Wir waren da alle vier scheinbar. Wenn Team mich auch gesehen hat, waren wir da alle vier. Ja. Ich kam gerade rein, Jesse und Natalie habe ich gesehen und... Scheiße, ich war aber nicht da. Ich finde, das ziemlich krass, dass Janina und Jesse es vielleicht sind, wenn Janina so auf mich eingeht. Ich habe vorhin Jesse gewotet. Dann ist es Natalie und Mona. Ich habe Jesse als sus empfunden, also das ist sehr merkwürdig. Ja, das sieht man ja nicht. Ja, aber ich habe auch gesagt, dass die für mich sus ist. Ja, Chivo, warst du noch gerade auch da drin? Ich bin mit Janina reingekommen oder ein bisschen später Janina. Ja. Aber ich finde, also ihr zwei deckt euch jetzt, oder wie? Ich deck niemanden. Nee, nicht du. Ich meine nicht dich, Jess. Ich meine hier T und Janina. Ich weiß nicht, ob ich das decken nennen würde, aber ich kann halt nur bestätigen, dass sie mit mir reingekommen ist. Ich bin gerade reinkommen. Also wir haben anscheinend jetzt noch zwei Imposter. Jesse hat ja auch am Anfang gesagt, es war entweder gelb oder orange. Und wie soll sie denn dann auf gelb kommen? Naja, also, der Unterschied zwischen gelb, orange und rot ist jetzt nicht so weit hergeholt. Ja, deswegen... okay. Ja. Also ich war halt nicht da, so. Ja, und wenn Natalie sagt, sie war nicht da, Jesse denkt sich ja nicht irgendwelche Farben aus. Also das und nee. Natalie war davor die Runde schon sass, weil sie niemand gesehen hat. Ja, aber... Wollte ich nur nochmal sagen. Naja, wenn niemand rechts ist, wer soll wir nicht wir müssen passieren? Jetzt voten und Natalie ist die an den meisten Runden dann... jetzt sass. Also ich finde halt, bitte. So Janina, sie schießt so krass. Sie schießt eigentlich nie so krass gegen uns. Doch, natürlich, das ja, doch, natürlich. Ist damit mir Janina kann richtig gut schießen. Die kann richtig gut schießen. Okay, also... In den Runden, mit der ich halt mit ihr gespielt habe, hat sie und nie wenn, so krass wenn geschossen. Und wenn du sagst, du warst da nicht, dann bist du es halt so 100%. Weil du warst halt definitiv... Ja, ich war halt auch gesagt, nicht da. Jesse. Und das aber Ding ist nein. halt auch, Jesse weiß es ja auch nicht genau. So, warum... Nee. Das verwirrt mich jetzt halt auch komplett. Aber sie denkt sich ja nicht irgendwelche Farben aus. Also da ich finde halt schon wieder auch komplett recht. Nein! Also Mona, bitte denk an die Runden davor. Ich war nie sus. Wirklich. Ich finde halt Janina. Natalie war irgendwo immer alleine. Gott. Wir haben uns öfter gesehen, Mona. Ihr müsst bitte. Voten. Okay, bitte voten. Ja, also, danke. Und danach dann Mona raushauen, weil sie hat Natalie gesaved die ganze Zeit. Was? Ja. Ich habe doch gerade eben gesagt, sag nicht was, ist so. Oh mein Gott, okay, Alter. Ja. Boss Move. Ich habe nur gerade versucht zu verstehen, weil ich nicht da... Boss Move, Alter. Die drückt jetzt den Knopf, Alter. Drück den Knopf, Junge. Boss Move. Hallo? Hallo, Palim. Ich hab gedrückt, jetzt... denn ich will Mona rausvoten, unbedingt. Denn sie hat die ganze Zeit Natalie gesaved, in meinen Augen. Das stimmt nicht. Ich war nur nicht dabei, deswegen konnte ich es halt gar nicht beurteilen. Und erst hat Jesse gesagt, sie hat gelb und orange gesehen. Dann kamst du noch ins Spiel, was ich jetzt sehr merkwürdig finde, dass du jetzt Emergency Button drückst. Aber okay, mir ist ja egal, wenn ich meine Task machen muss. Ja, ist ja in Ordnung. War ja richtig. Ist ja okay, sag ich ja gar nicht. Mich hat es jetzt nur gerade gewundert. Von mir, also mein mir ist das Problem, was ich habe, ist, dass Jesse es eigentlich gesehen haben müsste. Also... Wie gesagt, ich konnte diese Farben nicht auseinanderhalten. Deswegen, also das war das Einzige, was mich verwirrt hat. Ich habe ja jetzt auch für Natalie gewotet, weil ich kann mich nur darauf verlassen, was ihr sagt, weil ich war selber nicht dort. Mhm. Wie viele Tage sind noch? Den Mond rausholen. Es sind noch relativ, also ein so ein Balken halt noch, ein so ein Ding. Ja. Aber ja, ich weiß, ich bin fertig. Ich bin auch fertig.
Ich bin auch also fertig. Ich bin mir halt jetzt zwischen Mona und Jessie tatsächlich nicht sicher, weil Jessie halt so komisch reagiert hat, weil das war ein bisschen merkwürdig. Ja, Mona hat mich halt häufiger gesehen und sie hatte Chancen, mich zu töten, aber ich bin mir halt echt nicht sicher und die habe ich halt auch ein paar Mal nur gesehen. Also ich könnte euch alle drei auch ankreiden. Nein, ich habe Natalie rausgevotet, das macht gar keinen Sinn. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, aber wir, ja doch, Natalie... Und ich habe Janina gesaved. Ich habe ja gesagt, dass sie da ist. Es könnte ich also ich bin safe, Janina ist safe. Wenn du das jetzt sagst, ich hatte... Aber es ist komisch. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass es Mona ist, denn sie hat Natalie gesaved. Ich weiß irgendwie, es nicht. So ein bisschen. Ja, aber sie hatte ja... Sonst hätte ich sie aber nicht... da und hatte keine Ahnung, so. Sie hat nee, halt ich war wirklich gesehen, nicht da. Deswegen, also was soll ich denn anderes machen, außer mich auf euch verlassen? Also, sonst hätte ich sie ja nicht gewotet jetzt. Und Jessie ist halt jetzt für mich auch verdächtig. Sie war davor für mich halt auch schon verdächtig, deswegen kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Und da als, und der Punkt war halt da, als wo Jessie verdächtigt, wo du Jessie verdächtigt hast, war es der Punkt, da hast Ice-T, hast du mich gesehen unten im Gang, ne? Vergiss es nicht. Wie ihr immer sagt, bitte auch an die Runden zuvor denken. Wo ja, aber du warst gesehen? Auch mit Natalie unterwegs. Ja. Die Kills was gefallen sind. Ja, du warst auch mit Natalie unterwegs, als die Kills gefallen sind. Allein in Edmund, hast du gesagt. Ja. Wir waren einmal, ja, genau. Aber das war das Einzige. Aber ich bin ja mehrfach. Ich bin auch bei Jessie einmal kurz gewesen. Ich bin bei Ice-T bin ich gestanden. Also, ich bin eigentlich überall immer mal wieder gewesen. Deswegen, also ich bin bei jedem ab und zu mal gestanden. Weil ich halt immer gucke, wenn ich meinen Task mache und jemand neben mir steht, dann hoffe ich immer, dass mich halt keiner killt. Ja. Und laufe halt dann weiter. Also manchmal bleibe ich auch im Gang stehen und gucke meine Task an. Das passiert auch häufiger. Du hast jetzt schon Mona gewotet? Ich habe schon Mona gewotet, weil mir ist es eigentlich klar. Und mir ihr müsst wissen, aber hast du Jessie denn öfter gesehen? Also ich würde jetzt tatsächlich nochmal skippen. Das ist mir viel zu... Also es ist mir wirklich also zu ich unsicher. Ich kann auch niemanden voten. Ja. Tut mir leid. Ja, dann gucken wir mal, wen Mona noch snackt, bevor das Ganze dann zu Ende ist. Ah, Navigation. Wow, warum macht ihr dann O2 an? Seid ihr doof? Okay, ciao Jessie. Ist aber dumm, Jessie jetzt zu töten. Was macht sie denn da? Boah, macht eure fucking Aufgaben fertig. GG. Ja. GG. War Mona, oder? Hey, Jessie, wenn du mal nicht deine Farbenblindheit in den Griff kriegst, ne, dann müssen wir nochmal reden. Was wenn heißt ich dich in die Finger krieg, Natalie, wenn ich dich in die Finger krieg. Oh mein Gott. Ich hab extra gewiggelt und so gehofft, dass Mona mit mir in Double ja, war. Ja, ich hab so gehofft. Und dann kam auf einmal Jessie um die Ecke und ich war so, oh mein Gott, ich muss reporten. Natalie, es tut mir leid, ich musste dich zu meiner eigenen Sicherheit voten. Ja, nee, du hättest das eh nicht rausgerissen. Nee, also, aber ich war wirklich nicht dort. Ich hätte das. Wobei, es stimmt eigentlich gar nicht. Ich war dort, ich war nämlich oben. Du warst dort, du warst genau, du warst oben. Ja. Deswegen dachte ich so, ja, okay, ich nehme unten weg und du... Du hast es aber nicht verdient, Natalie. Du hast es nicht verdient. Ich finde total, Flo. Dein Kill war absolut berechtigt. Hätte sie es nicht gemacht, hätte ich dich gekillt. Warte, weißt du, wie es passiert ist? Nee. Achso, okay, ich dachte, das war jetzt auch... Wir haben getanzt, ganz lange. Wir haben die ganze Zeit, wir haben, glaube ich, 40 Sekunden oben an diesem scheiß Tisch getanzt. Und dann dachte ich, jetzt können wir zusammen Task machen. Tot. Genauso wie wir uns bei Electrical. Und dann war ich die ganze Zeit rechts, also... Geduld zahlt sich aus. Ich dachte, wir tanzen. Aber es war aber, so unnötig. Der Call von T war so ein Boss-Move. Ja. Ja, zu sagen, hey, Mona hat den Natalie ganze Zeit gesaved, schmeißt was sie raus. Was aber nicht gestimmt hat. Und dann legt ihr auch noch so los von wegen, oh ja, jetzt ist Jessie aber auch noch sass, weil sie weiß, ich bin den Farben nicht sicher. Sie hat ja wirklich rumgeeiert. Ja, aber sie würde doch niemals jemanden rausschmeißen wollen, der auch noch ein Imposter ist, wenn sie selber Imposter ist. Das ist doch Bullshit. Ja.
Und ein also Safe, das ist halt also nicht, das ein Logik Report zum Safen. Ein Report also zum Safen war es auch nicht. Also ich würde weil auch dafür waren zu viele Leute im Raum. So, wenn man dafür quasi ja. so safe ist. Ja. Aber mir hat einfach niemand geglaubt mehr. Das war schade. Ja, das war schade. Das war der geilste Call in der ganzen Runde ja. von Team. Und dann, so, nee, ich glaub. Wir machen noch mal. Ich hab von den dreien keinen richtig gesehen. Und für mich war keiner von den dreien safe. Also, kann ich Miss Yellow stand halt hardcore auf mir, als du reported hast. Jo, das war sowas von eindeutig. Ich bin hingelaufen und sie war halt noch in meinem scheiß Schatten. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur den Report-Button gesehen. Und weil Jesse da halt so stand, hab ich mir halt gedacht... Du kannst reporten, bevor du die Leiche siehst. Kurz als ja, das ist halt bitter. Ja, das ist... Ich war so nervös und hab... Oh Gott, report! Erst hingehen. Naja, immer erst gucken. Auch wenn ich das verdächtigt mache. Mittlerweile sollten die Leute das eigentlich wissen, dass man ein bisschen gucken muss, bevor man reportet, damit du vielleicht noch jemanden siehst, der wendet oder so. Inzwischen, wenn ich alleine bin, gehe ich sogar einmal noch durch den Raum und gucke, ob noch jemand drinsteht. Aber ja, egal. Okay, Jesse, go.